Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um das klassische Gelenkrheuma. Es geht um die rheumatoide Arthritis, also um die häufigste der entzündlichen Gelenkerkrankungen. Sie kann an vielen Stellen des Körpers auftauchen, aber am häufigsten findet man sie bei den Handwurzelknochen und den Fingergrundgelenken. Und wir sprechen heute über Therapiemöglichkeiten. Bei mir ist Dr. Eva Christina Schwanek. Sie leitet die Sektion Rheumatologie und klinische Immunologie in der Asklepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Schwanek. Dankeschön. Sagen Sie uns, was genau ist rheumatoide Arthritis? Rheumatoide Arthritis ist eine Immunsystemerkrankung, wo sich das Immunsystem des Körpers gegen eigenes Gewebe richtet. In dem Fall vor allem gegen das Gewebe in der Gelenkinnenhaut, sodass bestimmte Gelenke im Körper anschwellen und entzündet sind und im Laufe der Zeit auch ihre Funktion verlieren, weil der Knochen zerstört wird. Und viele kennen ja Arthrose und sagen, wie soll ich denn das jetzt voneinander unterscheiden? Da tut ja auch was weh in den Gelenken. Wie unterscheiden Sie das denn? Also Arthrose ist eine Verschleißerkrankung, zum Beispiel die klassische Hüftarthrose bei älteren Menschen, die dann eine neue Hüfte bekommen. Und es ist eine Erkrankung, die mit dem Immunsystem jetzt erstmal relativ wenig zu tun hat. Es ist eine sehr viel häufigere Erkrankung und man muss eben unterscheiden, ob eine Entzündung vorliegt oder ob keine Entzündung vorliegt und es sich nur um einen Verschleiß handelt. Das ist natürlich trotzdem eine schwere Erkrankung. Und man kann schauen im Blut nach Entzündungswerten und man kann auch nach bestimmten Antikörpern für die rheumatoide Arthritis schauen. Und außerdem kann man zum Beispiel mit dem Ultraschall oder auch durch die Tastuntersuchung dem Gelenk ansehen, ob es entzündet ist oder nicht. Okay, jetzt sind wir ja dann schon bei der Diagnose. Das heißt also, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich wäre Patientin, ich habe ab und zu tun mit schmerzenden Gelenken, vor allem morgens. Zu welchem Arzt soll ich erstmal damit gehen? Ich gehe ja zum Hausarzt und sage, werde ich alt oder habe ich Arthrose? Also wogegen muss ich mich dann noch mal innerlich abgrenzen? Rheumatoide Arthritis, Arthrose, gibt es noch andere Krankheiten drumherum, die so ähnlich aussehen können? Gerade in den Händen gibt es natürlich zum Beispiel auch das Karpaltunnelsyndrom, das mal Beschwerden machen kann. Ja. Und es gibt bestimmte ganz seltene Erkrankungen, die Arthrosen befördern können. Oder wenn ich das Gelenk schon mal verletzt hatte, beispielsweise man verletzt sich mit 20 das Knie beim Skifahren und hat dann schon mit 40 Arthrose und nicht erst mit 60, weil das Knie vorgeschädigt ist. Das sind alles so Dinge, die man da beachten muss. Ja. Und man kann, der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt, der kann auch nach Entzündungswerten im Blut schauen. Und vielleicht kann man auch mal zum Orthopäden gehen und wenn man es ganz genau wissen will, muss man zum Rheumatologen. Ja, genau, zum Rheumatologen, womit wir jetzt da wären. Und die Diagnose, also Sie haben gesagt, es muss eine Entzündung vorliegen. Das heißt, wie sieht eigentlich Ihre Diagnosestellung dann aus? Was machen Sie mit dem Patienten? Wie gesagt, zuerst befragt man den Patienten ausführlich. Es ist so, dass bei der rheumatoiden Arthritis so eine klassische Morgensteifigkeit vor allem in den Händen häufig vorliegt und dass die Beschwerden weniger durch Belastung, sondern teilweise eher durch Ruhe ausgelöst werden. Dann ist es noch so, dass vielleicht bestimmte zusätzliche Begleiterscheinungen der Haut oder der Lunge vorliegen, das wäre aber eher selten. Und dann muss man den Patienten untersuchen, kann sich das Gelenk anschauen. Manche Patienten haben klassische Rheumaknoten, die kann man finden. Dann gibt es bestimmte Zeichen der langjährigen rheumatoiden Arthritis, zum Beispiel, dass die Finger Richtung nach außen hin, nach ulna abweichen oder die Zehen. Oder eine bestimmte Atrophie von so einer Verkleinerung. Verkleinerung der Handmuskeln, einfach durch die Strumpfen, dadurch, dass sie zu wenig benutzt werden, weil die Kraft in den Händen nicht so da ist. Ja. Das sind alles Spätzeichen und als Frühzeichen würde man eben sehen, dass das Gelenk teigig geschwollen ist. Das kann man gut ertasten, wenn man die Erfahrung hat und man kann das auch mit dem Ultraschall sichern, die Diagnose. Was ja immer sehr praktisch ist, ist, man erhebe einen Blutwert, lese den ab und sage, das ist die Krankheit. Rheumafaktor fällt mir da ein als Laie. Ja, es gibt zwei Antikörper, die relevant sind. Das eine heißt Rheumafaktor, ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Antikörpern. Und das andere ist der sogenannte CCP-Antikörper, ein Antikörper gegen zyklisch citrullinierte Proteine. Wenn jemand einen CCP-Antikörper hat, dann hat er tatsächlich zu 90% auch eine rheumatoide Arthritis. Das heißt, es ist sehr typisch. Beim Rheumafaktor ist es jetzt wiederum so, dass gerade ein niedrig oder nur mittelstark erhöhter Rheumafaktor gar nicht unbedingt heißen muss, dass jemand auch Rheuma hat.
Und außerdem kann es sein, dass man eine rheumatoide Arthritis hat und trotzdem keinen einzigen Antikörper. Auch das ist möglich. Das nennt sich dann seronegative rheumatoide Arthritis. Das heißt also, dieser Faktor ist, wie ja so viele Faktoren, durchaus ein begleitender Hinweis, vielleicht, wenn alles andere auch in die gleiche Richtung läuft. Genau. Wenn ich jetzt solche Beschwerden habe, wie lange soll ich das erdulden? Wie schnell soll ich damit zum Arzt? Also es ist so, wenn ich die Beschwerden schon die letzten 10 Jahre habe und sie sind vor allem bei Belastung, zum Beispiel im Knie, das Knie ist eventuell vorgeschädigt, dann würde ich eher von einer Arthrose ausgehen und mir einfach einen Orthopädentermin machen. Wenn ich jetzt relativ schnell entstehende neue Beschwerden habe, vor allem in den Händen, die mit Morgensteifigkeit einhergehen, dann ist Eile geboten und dann sollte man versuchen, die Diagnose schon binnen 3 Monaten zu stellen, weil man weiß, dass eine rheumatoide Arthritis, die in den ersten 3 Monaten anbehandelt wird, eine viel bessere Prognose hat als eine, bei der lange gewartet wurde. Was, also das ergibt es da so ein Punkt ohne Wiederkehr? Also dass man sagt, nach so und so vielen Jahren, wenn man es schon so lange hat, kann man nichts mehr behandeln? So weit würde ich jetzt mit den neuen Medikamenten nicht gehen, aber der Erfolg ist besser, wenn man schneller anfängt. Und wenn Sie jetzt diese Diagnose gestellt haben, mit den Möglichkeiten, die Sie haben, ja, es ist rheumatoide Arthritis, welche Möglichkeiten haben Sie denn, den Patienten zu behandeln? Die Therapie ist medikamentös. Und als klassisches erstes Medikament wird eigentlich immer Methotrexat gegeben, das wird MTX abgekürzt. Das ist so eine Art niedrig dosiertes Chemotherapeutikum, das einmal in der Woche gegeben wird, entweder als Spritze oder als Tablette. Und das kontrolliert die Entzündung langfristig und schützt auch den Knochen, das wissen wir heute ganz genau. Wenn das nicht vertragen wird, was schon mal vorkommt, oder einfach nicht wirkt, was auch gelegentlich vorkommt, kann man zusätzlich neuere Medikamente geben. Das sind zum Beispiel die sogenannten Biologika, das sind gentechnisch hergestellte Antikörper. Okay. Oder ganz neu auch die sogenannten JAK-Inhibitoren, das sind auch wieder Tabletten, die sich speziell gegen das Immunsystem richten. Was ist denn mit dem guten alten Cortison? Auch das Cortison hat eine Rolle. Es ist so, dass das MTX und sogar auch diese neueren Biologika relativ lange brauchen, bis sie ansprechen. Das MTX kann mindestens 2 Monate dauern, bis es seine volle Wirkung entfaltet, vielleicht sogar noch länger. Und da ist es so, wenn ich schon am Anfang einen gewissen Erfolg haben möchte, weil die Patienten ja auch Schmerzen haben und einen Leidensdruck haben, dann kann ich am Anfang etwas Cortison dazugeben, um quasi die Entzündung schnell zu kontrollieren und abzuwarten, bis das MTX greift und dann eine langfristige Kontrolle ermöglicht. Ist es so, also Cortison hat ja keinen guten Ruf. Also einerseits bei so vielen Krankheiten, ob jetzt auf der Haut oder im Körper, es wirkt ganz schnell, aber man sagt immer, nimm es nicht so lange. Gilt das in diesem Fall auch? Das gilt unbedingt, ja. Man sollte nicht zu hochdosiert anfangen und man sollte auch versuchen, es nicht dauerhaft zu nehmen. Weil man weiß heutzutage, dass selbst die niedrigen Dosen, wo man früher gesagt hat, das macht nichts, selbst die niedrigen Dosen machen auf die Dauer doch dünne Haut und dünne Knochen und Muskelschwund, was alles Probleme sind, die den Rheumatiker dann zusätzlich beeinträchtigen. Ja, ich glaube auch, dass Cortison eine dünne Haut macht, das wissen sicherlich viele, aber dass da, glaube ich, auch Osteoporose bei rauskommen kann, ist dann schon nochmal was anderes, was es schlimmer machen kann. Aber wie ist es denn bei den, Sie haben angesprochen, MTX, also dieses Methotrexat, als Goldstandard, glaube ich. Also das ist, glaube ich, so das, was man, wo man weiß, das hilft gut. Mit welchen Nebenwirkungen muss ich da rechnen, solange wie ich das nehme? Also die meisten Patienten vertragen das Methotrexat gut. Ja. Ungefähr bis zu 1/3 der Patienten erlebt allerdings irgendeine Form von Übelkeit. Manchen fällt es leichter, wenn sie das MTX abends nehmen und die Übelkeit dann so ein bisschen verschlafen. Und dann ist es so, dass es bei manchen Patienten eine Leberwerterhöhung machen kann. Insbesondere dann, wenn die Leber vielleicht schon vorgeschädigt ist durch eine Fettlebererkrankung. Und dann kann es auch das Blutbild beeinträchtigen. Also das Blutbild meint die Blutkörperchen, also die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen und die Thrombozyten. Heißt das dann, dass man Patienten mit dieser Medikation besonders engmaschig untersucht? Genau, das wird vor allem am Anfang, muss man, ich glaube, schon nach 2 Wochen zum ersten Mal Blut abnehmen und dann am Anfang relativ engmaschig, vielleicht ungefähr alle 4 Wochen. Und bei Patienten, die das aber lange Jahre nehmen und langjährig gut vertragen haben, reicht es, alle 3 Monate zu kontrollieren. Und diese Biologika, von denen Sie gesprochen haben, diese Antikörper, ist das dann eine höhere Klasse an Medikation? Also weil Sie sagen, wenn das eine nicht hilft, nehmen wir das andere? Oder ist das nur eine andere Möglichkeit? Das kann man vielleicht sagen, dass das eine höhere Klasse ist. Es sind modernere Medikamente, die sehr gezielt ins Immunsystem eingreifen.
häufig sehr gut verträglich sind, haben ein gewisses Infektionsrisiko, bringen sie schon mit, und manche seltene Erkrankungen, die auch wieder mit dem Immunsystem zu tun haben. Und man muss dazu sagen, es sind extrem teure Medikamente, sodass auch der Kostenträger eigentlich darauf besteht, dass man es erstmal mit dem klassischen MTX versucht. Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum nimmt man sie denn nicht gleich dann? Und die dritte Möglichkeit, die Sie angesprochen hatten, das waren Jackhammer, heißen die, glaube ich. Was weiß man darüber? Die sind, glaube ich, noch ganz neu, oder? Die sind relativ neu. Ein JAK-Inhibitor ist in den USA schon etwas länger zugelassen. Der war in Europa nicht zugelassen. Wir haben jetzt auch einige Jahre schon JAK-Inhibitoren. Die greifen auch recht spezifisch ins Immunsystem ein und hemmen verschiedene Botenstoffe, verschiedene Interleukine. Und die sind auch ähnlich potent wie diese Antikörper. Was Neues ist. Das ist sozusagen die einzige Tablette, die es mit diesen zu spritzenden Antikörpern aufnehmen kann. Aber dadurch, dass die jetzt noch neuer am Markt sind, würde man vielleicht eher auf die bewährteren Biologika im ersten Moment gehen, weil man damit einfach mehr Erfahrung hat. Mhm. Und wenn man damit nicht zurechtkommt, steht aber jetzt für diese Patienten eben auch diese JAK-Inhibitoren zur Verfügung. Was ich übrigens eben vielleicht nicht klar genug gemacht habe, man würde das MTX nicht absetzen, sondern wenn es denn vertragen wird, aber nur nicht ausreichend wirksam war, würde man die Biologika und auch die JAK-Inhibitoren mit dem MTX kombinieren, weil das einfach die beste Therapie ist dann. Wenn ich Sie nach Erfolgen frage, scheint mir so zu sein, dass man bei jedem Patienten ausprobieren muss, welche dieser Methoden man am besten anwendet. Um welchen Erfolg zu haben? Eine Reduzierung der, also was ist das Ziel? Reduzierung der Symptome oder Stopp der Zerstörung? Also das Idealziel ist tatsächlich das vollständige Sistieren der Symptome und der Stopp der Zerstörung, ja. Dass das Gelenk nicht weiter oder die Gelenke nicht weiter zerstört werden, außer natürlich über die klassische Arthrose, die auch den Rheumatiker trifft. Und dass auch die Entzündung erstmal gestoppt ist und damit auch die Schmerzen und die Bewegungseinschränkung. Was ist mit einer ehrlichen Operation, also künstliches Gelenk? Wäre das nicht auch eine Option? Also die Erkrankung betrifft ja den ganzen Körper und deswegen ist es keine Heilung zu sagen, ich operiere das Knie. Sondern das Knie wird erstens auch nach der Operation eine Neigung haben, sich zu entzünden, und zweitens sind ja auch alle anderen Entzündungen im Körper noch da. Die Rheumatoide Arthritis betrifft auch nicht nur die Gelenke, sondern die Patienten haben zum Beispiel auch ein erhöhtes Herzinfarktrisiko. Auch das wird besser durch die antientzündliche Therapie. Was aber natürlich schon der Fall ist, ist, dass der Rheumatiker eher zur Arthrose neigt, weil zum klassischen Verschleiß noch die Schädigung durch die Entzündung hinzukommt. Und dann kann er eher mal ein neues Gelenk brauchen, zum Beispiel ein neues Knie oder eine neue Hüfte. Problematischer kann auch mal eine Schulter sein, die nicht ganz so leicht zu ersetzen ist. Und relativ typisch, gerade bei Frauen mit rheumatischen Erkrankungen, sind auch Vorfußoperationen, die nötig werden. Wie ist dann die Reihenfolge? Erstmal die Arthritis, also die rheumatoide Arthritis in den Griff kriegen und dann das Gelenk? Oder? Genau, also ich empfehle immer, die Entzündung möglichst gut zu kontrollieren und dann zu operieren, wenn die Entzündung gut kontrolliert ist, weil ein entzündetes Gelenk schlecht heilt. Ja, das heißt also auch, der Orthopäde, an den ich mich wende, der sollte wissen, was ich habe und das auch einordnen können wahrscheinlich. Der sollte wissen, was sie haben und das einordnen können. Der Rheumatiker hat ein höheres Risiko für Infektionen, und Infektionen sind die gefürchtetste Komplikation bei Gelenkoperationen, weil die einfach aus dem Knochen schlecht wieder rauszubekommen sind. Und es ist so, dass das rheumatische Immunsystem insgesamt schwächer ist, zusätzlich durch die Medikamente geschwächt wird. Und dann haben wir gesagt, die Haut ist dünner und eine schlechtere Weichteildeckung, nennt der Orthopäde das, sorgt dafür, dass auch eher eine Narbe schlechter heilen kann und dann Bakterien da eindringen können. Ja. Deswegen sollte sich der Orthopäde damit auskennen und zum Beispiel ruhig auch mal den Rheumatologen anrufen und fragen, wie machen wir es jetzt mit den Medikamenten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!